steht vorher Friedhof, Dunkelheit, Geisterstimmung. Der Wind heult, auch ein Hund, Raben krächzen, blechern, schlägt eine Glocke 12-mal. Ja, ja, und dann sagt der Chor der Geister, wollen wir das mal zusammensprechen? Ja gut, es heult der Nord, die Glocke schallt, zur Mitternacht im Geisterwald. Es brechen polternd Gräber auf, der Totengeist steigt fahl herauf. Und Nebel wallen um die Gruft, wir Geister atmen frische Luft. Wir wissen, dass der Sozialismus siegt und wo der Hund begraben liegt. Im Leben gibt es viele dicke Hunde, in Politik, in Wirtschaft und Kultur. Man trifft sie fast zu jeder Stunde, hier dumm, da stolz und auch mal stur. Vernehmet jetzt aus Spöttermunde, dass auch ein dünner, dicker Hund was wiegt. Wir zeigen euch zur Geisterstunde, wo der Hund begraben liegt. Was an uns liegt, ist getan. Die Zeit ist reif. Drum drauf und dran. Wir machen Jagd auf allen Schund, dann kommt der Hund bald auf den Hund. Es geht nur dann bei uns voran, legt ihr dem Hund den Maulkorb an. Hört, Leute, hört auf unsere Signale. Dann ist mit dem dicken Hund Finale.